Big Business. Okay, jetzt im Ernst. Warum solltest du evangelisieren? Und musst du das als Christ überhaupt? Darum geht es heute. Ich bin Joshua. Okay, also bevor wir loslegen, ich muss jetzt gerade einfach meine kreative Ader auslegen, deswegen dieses spannende Intro, aber ich möchte dir heute 5 Gründe geben, warum du als Christ evangelisieren solltest. Für dich, aber auch für andere. Ah, und bitte abonnier uns, wenn du das möchtest. Evangelisieren bedeutet, das Evangelium, also die Bibel, von Jesus Christus mit anderen zu teilen. Persönliche Evangelisation sollte ein Lebensstil von jedem wahren Christen sein. Wir haben ein großes Geschenk erhalten. Und Jesus hat uns klare Anweisungen hinterlassen. Er hat gesagt, geht in die ganze Welt, also vielleicht in dein Nachbardorf, und mach alle Nationen, die von deinem Nachbardorf, zu Jüngern. Matthäus 28, 19. Bevor wir Jünger machen können, müssen wir evangelisieren. Es gibt neben dem Befehl Jesu noch andere Gründe, die uns motivieren sollten, die größte Nachricht der Welt mit anderen Menschen zu teilen. Und ich möchte dir jetzt hier 5 Gründe geben. Punkt Nummer 1: Evangelisation ist ein Akt der Liebe. Liebe muss das bestimmende Merkmal jedes Nachfolgers von Jesus sein. Johannes 13,35. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes, sodass jeder Christ, der im Geist wandelt, im Umgang mit Menschen Liebe zeigt. Galater 5,16. Wir besitzen die beste Nachricht der Welt. Und die Liebe treibt uns an, sie mit anderen zu teilen, die sie noch nicht gehört haben. Die Liebe will, dass jeder die Chance hat, auf Gottes Angebot von Errettung zu antworten. Nachrichten zurückzuhalten, die jemandem das Leben retten können, ist die größte Grausamkeit. Deshalb werden diejenigen, die Gott wirklich lieben, die Menschen lieben, zu deren Rettung Jesus gekommen ist. Johannes 3, 16 bis 18. Punkt Nummer 2: Evangelisation baut unseren eigenen Glauben auf. Nichts hilft uns, ein Thema so zu lernen, wie es jemand anderem beizubringen. Kennst du bestimmt aus deiner Schulzeit. Wenn wir unseren Glauben mit anderen in unserem Leben teilen, stärken wir unsere eigenen Überzeugungen. Regelmäßige Evangelisation zwingt uns, uns durch die harten Fragen zu kämpfen, Antworten für uns selbst zu finden und uns darauf vorzubereiten, auf die Fragen anderer zu antworten. In der Bibel steht, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. 1. Petrus 3,15. Wir bereiten uns vor, indem wir Gottes Wort für uns selbst studieren, auf gute Bibellehrer hören, wahrscheinlich deinen Pastor, und in enger Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Punkt Nummer 3: Evangelisation bietet ewigen Nutzen. Jesus ermutigte seine Nachfolger, Schätze im Himmel zu sammeln. Matthäus 6,19. Dieser Schatz, kurz gesagt, besteht aus Belohnungen für das, was wir hier auf der Erde in seinem Namen zu seiner Ehre getan haben. Es ist nicht egozentrisch, Entscheidungen zu treffen, die uns ewige Schätze sichern werden im Himmel. Jesus hat uns dazu aufgefordert, das zu machen. Unser Dienst kann so einfach sein, wie dass wir einfach jemandem helfen und dem Menschen Liebe zeigen. Matthäus 10, 42. Das Gleichnis vom ungerechten Verwalter unterstreicht, wie wichtig es ist, alles zu tun, was wir können, um Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu bringen. Lukas 16, 1 bis 13. Punkt Nummer 4: Evangelisation ist ein Überfluss an Hoffnung, die in uns ist. Hebräer 6, 19. Wenn sich zwei Menschen verlieben, können sie nicht anders, als es allen um sie herum wissen zu lassen. Freude zeigt sich auf ihren Gesichtern. Sterne glitzern in ihren Augen. Sie sind begierig darauf, jedem, der ihnen zuhört, von dem wunderbaren Menschen zu erzählen, in den sie sich verliebt haben. So ist es auch, wenn wir uns in Jesus verlieben. Wir können nicht anders, als den Menschen bei jeder Gelegenheit von ihm zu erzählen. Wir denken die ganze Zeit an ihn. Wir fühlen uns zu seinem Wort, zu seinen Gottesdiensten und zu anderen, die ihn lieben, hingezogen. Wir suchen nach Gelegenheiten, seine Wahrheiten mit jemandem zu teilen, der weit von ihm entfernt ist. Wenn Jesus nicht an der Spitze unseres Denkens steht, haben wir ein geistliches Problem und müssen uns erst damit befassen, bevor wir die Hoffnung in uns ist, teilen können. Das war viel, deswegen kommt jetzt noch der entspannende 5. Punkt. Evangelisation gefällt Jesus. Okay, ich führe es für euch aus, weil ihr so lieb gefragt habt. Das christliche Leben darf niemals ein Soll sein. Dennoch hören wir dieses Wort oft im Zusammenhang mit: Wir sollen Bibel lesen, wir sollen beten, wir sollen die Kirche oder die Gemeinde besuchen und andere christliche Praktiken tun. Ich sollte das tun, aber das ist ein weit größeres Problem, als wir zugeben wollen. Die Kinder Gottes werden ihrem himmlischen Vater natürlich gefallen wollen. Es ist ihre größte Freude. Unser Kompass ist also mit dem von Gott auf wahren Norden
eingestellt. Bei allem, was wir tun, spüren wir die magnetische Anziehungskraft, die uns zu Gott hinzieht. Selbst weltliche Aufgaben können mit Freude erfüllt werden, weil wir das tun, was Gott uns zu tun gegeben hat. 1. Korinther 10, 31. Andere Menschen zu lehren, wie man eine Beziehung zu Jesus hat, ist eine Möglichkeit, ihm zu gefallen. Indem wir ihm gefallen, sind wir am allermeisten erfüllt. Das steht in Galater 2, 20. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen näher bringen, warum du Evangelisation vielleicht noch ein bisschen mehr tun solltest, als du es jetzt schon tust, weil wir haben die großartigste Nachricht auf der Welt. Deswegen, ich hoffe, du grinst jetzt wie ein Grinsekuchen den restlichen Tag, weil du hast die großartigste Nachricht und ich wünsche dir jetzt einen schönen, frohgesinnten Tag und du darfst gerne unsere Videos weitergucken, wenn du nichts zu tun hast. Aber vielleicht gehst du doch einfach evangelisieren. Tschüss.